Mit dem Erscheinen Ramakrishnas setzte eine Neubelebung des religiösen Lebens Indiens und sein wachsender geistiger Einfluss auf den Westen ein. Gott Rama selbst hatte dem 60-jährigen Vater in Gaya verheißen, er werde als sein Sohn geboren werden. Als sechsjähriges Kind erlebte Ramakrishna bereits den ersten Zustand von Samadhi, als ihn der Anblick einer Schar schneeweißer Kraniche vor einem tiefdunklen Himmel in Ekstase versetzte. Mit etwa 20 Jahren wurde er Priester im Kali-Tempel zu Dakshineshwar bei Kalkutta. Die göttliche Mutter Kali wird vierarmig mit einer dunkelblauen oder schwarzen Gestalt dargestellt. Eine ihrer beiden rechten Hände zeigt eine segnende Gebärde, die andere drückt aus: Fürchtet euch nicht. Die beiden linken Hände jedoch veranschaulichen Kalis zerstörerische Seite. Eine Hand hält ein blutiges Schwert, die andere ein abgeschlagenes Haupt. Um den Hals trägt sie eine Girlande aus Totenköpfen und lässt ihre Zunge weit aus ihrem Mund hängen. Kali lehrt den Menschen auf diese Weise, die Ganzheit der Schöpfung in ihren guten und schreckenerregenden Aspekten anzunehmen, ja zu lieben und zu verehren. Für Ramakrishna jedoch war Kali die Kraft, die nur das Vergängliche zerstört, um den unsterblichen Geist und die Allliebe in jedem Wesen freizulegen. Er sehnte sich immer glühender danach, sie lebendig mit eigenen Augen zu sehen. Er meditierte tagelang im Tempel oder nachts im Dschungel, sang Lieder an die göttliche Mutter, aß und schlief so gut wie gar nicht, flehte weinend um ihre Offenbarung und wollte seinem Leben fast ein Ende machen, als ihm plötzlich die gnadenvolle Mutter Kali erschien. Die verschiedenen Teile der Gebäude, der Tempel und alles andere verschwanden spurlos vor meinen Augen. Stattdessen sah ich einen Ozean des Geistes, grenzenlos, unendlich, blendend. Soweit mein Blick reichte, sah ich glänzende Wolken, die von allen Seiten her sich erhoben und mit schrecklichem Rauschen auf- und niederbrandeten, als wollten sie mich verschlingen. Ich konnte nicht mehr atmen. Vom Wirbel der Wogen erfasst, stürzte ich leblos nieder. Was in der äußeren Welt vor sich ging, wusste ich nicht. Mein Inneres wurde von einer stetigen Welle unaussprechlicher, mir noch völlig unbekannter Glückseligkeit durchflutet und ich fühlte die Gegenwart der göttlichen Mutter. Von da an wünschte er sich nichts sehnlicher als die Wiederkehr dieses Glanzes. Glühende Sehnsucht erfüllte ihn, sie offenen Auges vor sich zu sehen. Seine Ungeduld stieg bis zum Äußersten, seine Nerven wurden überspannt. Manchmal schien er Kali zu sehen. Manchmal blieb alles Flehen vergeblich und er fürchtete schon, den Verstand zu verlieren. Da, plötzlich, verwandelte sich die Statue der Kali in Licht. Wie zwei mächtige Flügel breitete sich dieses Lichtmeer über das ganze Tempelinnere aus. Alle Gegenstände begannen in diesem überirdischen Licht zu tanzen. In einem Meer durchsichtigen Nebels, umstrahlt von leuchtenden Wogen geschmolzenen Silbers, sah er eines Tages zuerst die Füße, dann den Leib, dann den Kopf und die ganze Gestalt der Kali. Ich habe sie gefunden, so lief er jauchzend aus dem Tempel. Alles war erfüllt von Licht. Die Bäume, die Boote, die Menschen, die Vögel, der Himmel, alles jubelte, ergriffen von diesem Licht. Er begann zu singen und zu tanzen. In diesem Zustand der Ekstase verweilte er einige Tage, währenddessen er weder aß noch trank. Jedem, dem er begegnete, rief er zu: Ich sehe die göttliche Mutter in dir, kannst du sie nicht sehen? Dort ist sie, in deinen Augen, deiner Stimme, deinem Herzen, dies unergründliche Meer der Seligkeit. Manchmal, wenn er sprach, wurde das Licht, das sein Antlitz umstrahlte, so hell, dass die Menschen ihre Augen bedecken mussten, um nicht zu erblinden. Von dieser Zeit an gab es für Ramakrishna keine Statue der göttlichen Mutter mehr. Er sah sie als lebendes Wesen, spürte ihren Atem, hörte ihr Laufen und unterhielt sich real mit ihr. Ja, er erkannte, dass sie selbst zu allem geworden ist. Er sagte: Die göttliche Mutter offenbarte mir im Kali-Tempel, dass sie zu allem geworden ist. Sie zeigte mir, dass alles erfüllt ist von göttlichem Bewusstsein. Das Standbild war reines Bewusstsein, der Altar war Bewusstsein, die Wassergefäße waren Bewusstsein,
Die Türschwelle war Bewusstsein, der Marmorboden war Bewusstsein. Alles war nichts als Bewusstsein, göttlicher Geist. Ich sah, dass alles im Raum gleichsam durchtränkt war mit Seligkeit, der Glückseligkeit Gottes. Ich sah einen bösen Menschen vor dem Kali-Tempel stehen, aber auch in ihm sah ich die Kraft der göttlichen Mutter vibrieren. Das ist auch der Grund, warum ich die Katze mit dem Essen fütterte, das für die göttliche Mutter bestimmt war. Ich sah deutlich, dass all dies die göttliche Mutter selber war, auch die Katze. Als ihn 1858 die wegen seines Geisteszustands um ihn besorgten Angehörigen das Heiraten nahelegten, nannte er selbst die ihm bestimmte, damals erst fünfjährige Gefährtin Sharada Mani. Sharada kam jedoch erst etwa 1872 ganz nach Dakshineshwar, wo Ramakrishna sie selbst unterwies. Sie erreichte bald in ihrer Meditation Samadhi und wurde von Ramakrishna als Verkörperung der göttlichen Mutter selbst verehrt. Nach Ramakrishnas Tod wurde sie die geistige Mutter vieler Schüler und Ratsuchender. In den folgenden Jahren praktizierte Ramakrishna unter Anleitung verschiedener Lehrer zahlreiche religiöse Disziplinen, durch die er bestätigte, wie sich das eine Ziel durch die verschiedensten Wege erreichen lässt. Eine etwa 50-jährige brahmanische Nonne, die Bhairavi Brahmani, unterwies ihn in allen Disziplinen, die in den 64 Tantra-Büchern vorgeschrieben werden und die die Sublimierung aller menschlichen Anhaftungen beinhalten, um auf diese Weise schließlich die Vereinigung von Shiva und Shakti, absolutem Geist und Natur, zu erfahren. Ramakrishna benötigte niemals länger als 3 Tage, um das Ziel jeder Disziplin zu erreichen. Als Ergebnis der tantrischen Übungen waren die Gegensätze von heilig und profan, sauber und schmutzig für ihn aufgehoben. Er sah die ganze Welt nur als göttliches Spiel und Produkt der Maya. Ramakrishna verwirklichte ebenfalls alle 5 Stadien der liebevollen Beziehung zu Gott, wie sie von den Vaishnavas, den Verehrern Krishnas, gelehrt werden. Die friedvolle, leidenschaftslose Haltung, die Haltung eines Dieners Gottes, eines vertrauten Freundes, eines beschützenden Vaters oder einer Mutter der kindlichen Form Gottes und schließlich als liebende Gottes selbst, wie Radha es für Krishna war. In ekstatischer Liebe erfuhr er höchstes Gottesbewusstsein, sah Sri Krishna und verschmolz mit ihm. 1864 ließ Ramakrishna sich auf Erlaubnis seiner göttlichen Mutter selbst von dem Asketen Totapuri in der Lehre des nicht-dualistischen Advaita Vedanta unterweisen, um Gott nicht mehr als etwas Getrenntes außerhalb seiner selbst, sondern als sein eigenes göttliches Wesen zu erfahren. So transzendierte er mit dem Schwert der Unterscheidung selbst die Form seiner geliebten göttlichen Mutter und versank in Nirvikalpa Samadhi, in dem weder Erkennender noch ein Objekt der Erkenntnis bleibt, nur das, was ist.